Was geht? Mein Name ist Nico der Profi, ich gucke nach oben, weil da sonst immer die Kamera war, beruhigt euch. So, wir spielen heute Monster Crown. Ich habe einen Key geschenkt bekommen quasi von dem Entwickler, deswegen steht hier irgendwo oben Werbung oder auch nicht, keine Ahnung, ob ich das kennzeichnen muss. Auf jeden Fall, Monster Crown ist ein Spiel so ähnlich wie Pokémon, es orientiert sich auf jeden Fall auch daran und es gibt mir auch Pokémon-Vibes, auf jeden Fall mit der Musik. Auf jeden Fall entwickelt es eine Person, das ist der liebe Jason Patrick Walsh. Finde ich krass, dass er es alleine macht. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal so ein bisschen los und gucken uns mal an, was man so machen kann. Es geht hier um Monster zähmen oder damit ihn praktisch schließen, damit man mit ihm kämpfen kann. Wir hatten eben schon so eine kleine Intro-Sequenz. Also übrigens NDP, weil Nico der Profi ging nicht, da fehlt das I. Ja, ich bin bereit für den Tag. Ich guck mal, was mein Vater will. Also wir hatten ein Gespräch mit unserem Vater. Und der wurde uns irgendwie ein bisschen Sachen erklären halt, von wegen hier mit den Monstern, du brauchst eins, du brauchst eine Karte, du brauchst, aber du darfst die Macht nicht damit brauchen und bla bla bla. Der absolute Klassiker, also sieht auf jeden Fall mega aus halt, wie die ersten Pokémon-Teile, orientiert sich wie gesagt auch an Pokémon 1 und 2, beziehungsweise also an den ersten Generationen Pokémon. Das ist unser Vater, der bringt uns jetzt bestimmt bei, wie man halt Monster fängt. So, wir müssen Kürbisse sammeln vom Feld irgendwie. Und die an John füttern. Das ist das Monster, was der Vater hat. So, da sind die Kürbisse. Ich raff's doch nicht ganz. Wir haben das Feld jetzt geklärt und so. Und ich habe das irgendwie auch verfüttert an Tidon. Aber irgendwie, na, wir gehen mal zum Vater zurück. Erster Fight. Wir brauchen Monster, um das Feld zu bestellen. Und der Vater ist wieder da. Ja, willkommen zum Monster Battle. Danke. Let me show you around. Gerne. Lebensanzeige. Ja, kennen wir von Pokémon. Wenn das, na, auf 0 geht, haben wir verloren. Hier sind verschiedene Typen. Das ist jetzt hier der Villains-Typ. Wenn das jetzt alles auf Englisch ist und ich habe keinen Plan von den meisten Begriffen. Hier sind wir ehrlich, aber Relentless-Type-Attacken können ihm viel Schaden machen. Wie sieht denn die Relentless in dem Body-Tackle? Okay, funktioniert nicht. Aber wir könnten jetzt ein Angebot machen. Wir einen Vertrag unterbreiten, damit der bei uns im Team ist. Crazy. Also Roadask oder Roadask hat das akzeptiert. Wir haben jetzt den bei uns im Team. Nice. Okay, I don't know. Wir haben jetzt Tidon hinter uns und wir sollen jetzt einen Primigon oder sowas finden für den Vater. Und wir müssen den Monstern immer etwas anbieten als Gegenleistung, damit die auch bei uns bleiben, beziehungsweise mit uns den Vertrag einfach eingehen. Hier oben kommen wir nicht durch. Das ist also schon mal nicht dieses klassische, wir vermöbeln das Vieh und fangen es dann einfach an und dann ist es bei uns für immer und ewig. Wir gucken jetzt mal, ob wir jetzt hier reinkommen. Man weiß, dass hier ganz viele von den Viechern rumrennen und irgendwie hat er doch Bock auf Ballern. Das ist Level 3, so. Ich weiß nicht, ob das stärkste und heftigste ist, was wir kriegen können. Egal, wir nehmen es einfach und bieten ihm einen Vertrag an. Natürlich. Okay, wir haben jetzt vom Vater als Belohnung ein Comic bekommen und auf diesem Comic ist im Hintergrund, also auf dem Backcover ist quasi ein Persönlichkeitsquiz und wenn wir gewinnen, können wir ein eigenes Monster gewinnen. Also müssen wir mal die Fragen beantworten. Frage 1. So, wir nehmen an einem 5K-Race teil. Also ich denke mal, das ist ein 5-Meilen-Run bzw. 5-Kilometer-Run. Und ich würde niemals aufgeben. Wenn es um Musik geht, bevorzuge ich Folgendes. Gibt es hier kein Hip-Hop? Entschuldigung. In dem Punk, weil die Message ist ungefähr dieselbe bei Hip-Hop und Punk. Als Hobby bevorzuge ich Playing Mind Games, Getting into Fights, Playing Chess, Exercising, Playing Pranks. Ich glaube, Exercising. Also, weitere Storyverlauf. Es ist eine Woche später. Die Mutter sagt, ey, du wurdest vielleicht da gerade ein bisschen verarscht von den Leuten. Du kriegst vielleicht gar kein Monster. Aber jetzt klopft es gerade an der Tür. Ach, was ist das denn? Ah, das ist mein empfohlenes Monster. Es ist vom Typ Unstable. Ich könnte mir jetzt aber eins aussuchen, ne? So, wir haben hier dieses komische mit der Klaue hinten dran. Wir haben so was Fuchsartiges, was schon mal Wolf-Fuchsartiges, was schon mal cool aussieht, einen dicken Wal. Irgendwann Massives und das hier. Ja, wir nehmen das, I guess. Okay, nice. Also wir sollen jetzt auf jeden Fall das Monster nochmal um ein Level trainieren, damit wir unserem Vater zeigen, dass wir bereit sind, richtiger Monster-Gamer zu sein. Guck mal, sowas hat man nicht. Haben wir jetzt einen doppelten Kampf? Nein. Wir müssen noch weiter trainieren. Wie sagt er noch, dass wir noch nicht bereit wären, obwohl wir schon im Level angestiegen sind? Weiß doch nicht, was mache ich denn jetzt mit dem Körbezieher? Ah, okay, ich werde einfach super schnell dadurch, wenn ich den fallen lasse. Nice. Okay, cool. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Karte bekommen von ihm und noch mehr von diesen Verträgen, dass wir noch mehr Pakete können. Wir sollen jetzt für ihn ein Paket abliefern. In Humanism,
Kingdom. Und zwar wird das Ganze an den König ausgeliefert, mit dem müssen wir uns gut stellen. Also es ist so eine klassische Auftragsarbeit hier erstmal für uns. Sagen wir, versuchen uns auf jeden Fall jetzt mal hier was zu tamen. Wir haben einmal alle Tiere, die ich hier finden konnte, beziehungsweise Monster, die ich hier finden konnte. Das heißt, wir gehen jetzt mal... Ach du Sch... Okay, wir haben auf jeden Fall auch so eine komische kriminelle Vereinigung hier, die da irgendwas erreichen wollen. Was ist noch nicht ganz so klar? Okay, da ist ein Seemonster und da braucht es einen Pro-Tamer. Ach du heilige Makrele. Oh, Level 30. Hey. Hätte ich mal auf die Frau gehört. Was geht denn? Was soll ich für den Gangster das hier besiegen? Ich guck nochmal, welches Level der hat, aber... Ich denke mal, dass wir auf dem falschen Weg sind. Nice! Der Riverboss. Level 9. Oh, das kann doch was werden. Egal, beim nächsten Mal hauen wir dann den Walross dann ordentlich eins auf den Latz. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, denn das hilft dabei, dass das Video auch anderen Leuten angezeigt wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss.